Spiel der Münchner Sicherheitskonferenz Demo verhalten hat. Vielen, vielen Dank. So, gut, die Cluster bilden sich. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei seid. Wir gehen auf die Straße, dass die Kinder in ihrer Schule nirgendwo mehr Maske tragen müssen, dass sie es selber entscheiden können, ob sie Maske tragen oder nicht. Die Qualität.
uns dann die Versammlung nicht mehr. Ich weiß, dass er diese Corona-Maßnahmen in Russland auch durchgedrückt hat, dass er einen QR-Code wollte, einen Impfpass, und dass es in Russland einfach daran gescheitert ist, dass die Leute, die diesen Impfpass kontrollieren sollten, zusammengeschlagen wurden. Dafür bin ich auch nicht, aber das ist die Realität in Russland. Putin wollte diesen Impfpass, die Bürger wollten ihn nicht. In Russland ist es wohl genauso wie hier. Die Regierung mag diesen autoritären Ansatz. Die Bürger wollen diesen autoritären Ansatz nicht. Die Russen machen das auf ihre Art und Weise. Wir machen das so, wie wir es machen. Friedlich auf die Straße gehen und den Leuten zeigen, wir sind keine auf Krawall gebürsteten Antidemokraten, wie ein Herr Mölter in der SZ jetzt wieder schreibt. Am Königsplatz haben sich viele versammelt, um für Frieden zu demonstrieren, und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Stefan Bandera ist ein Ukrainer. Gerade in München, gerade wo München so eine Besonderheit ist, was wir in dieser Bewegung mehr denn je gelernt haben. Und dieser Zusammenhalt wird diese ganzen Gräben...